Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, in der Corona-Krise haben viele von uns deutlich gespürt, da gibt es Dinge, die ich brauche, da gibt es Dinge, die ich vermisse, die ich gerne wieder hätte und da gibt es Dinge, die mir abgehen. Das heißt, die brauche ich eigentlich nicht, darauf kann ich gut verzichten, das muss ich nicht haben, habe es nicht vermisst, also strebe ich das auch für die Zukunft nicht unbedingt an. Oder es gibt Dinge, die sind mir wesentlich wichtiger. Krisen stellen ganz intensive Fragen und die Antworten oder die Geschehnisse reißen an meinem Standpunkt, rütteln am Boden und vor allem an den selbstverständlichen Dingen. Es ist dann plötzlich nichts mehr selbstverständlich, sondern es steht plötzlich alles Kopf, es ist kreuz und quer. Mitten in der Krise ist es nicht möglich, den Überblick zu behalten, die Fäden in einem Großen und Ganzen zu überschauen und zu sehen, aha, das passiert jetzt da und das soll so hingehen, das geht überhaupt nicht. Sondern in der Krise passiert etwas, da muss man sich auf das Wesentliche fokussieren. Und das kann vielleicht auch nur eins sein, einfach zu überleben. Mehr nicht. Entweder selbst zu überleben oder vielleicht noch den einen oder anderen oder die ein oder andere mitzunehmen. Diese Karwoche führt uns zwei Dinge vor Augen. Wir leben in einem Spannungsfeld, das habe ich ja zu Beginn gesagt, Erinnerungskultur. Die will uns wachrütteln, weil wir immer im Leben in einem Spannungsfeld leben zwischen dem, was hier dargestellt, wunderschön, Sie müssen es nachher einmal anschauen. Jesus, der einzieht in die Davidstadt, das mit der Krone symbolisiert, also in das Jerusalem, und dann dort hinten das Kreuz. Dieser Weg ist immer in unserem Leben vorhanden. Wie ich gerade gesagt habe, wir haben wunderschöne Dinge und wir haben Dinge, die uns extremst herausfordern. Und das muss so sein in unserem Leben. Es geht gar nicht anders. Was lehrt uns diese Woche? Wir werden es in der Woche auch noch deutlich erleben. Jede Krise, selbst die größte Krise, ist, wenn wir sie durchschritten haben, ein Gewinn. Man ist nicht mehr die Frau oder der Mann, der man vorher war. Und dann das, was hier bei Jesus deutlich wird, er zeigt in einer relativ kurzen Zeit die wichtigsten Phasen einer Krise und nicht nur die wichtigsten Phasen, sondern auch den Großteil der Dinge, die uns in Krisen widerfahren können. Ich gebe nur ein paar Stichworte. Verrat, Manipulation, Scheitern im Beruf, Entzweiung von Familien, Folter, geistlicher und geistiger Missbrauch, Tod und sogar eine Naturkatastrophe geschieht. Können Sie sich erinnern, welche? Erdbeben. Im Augenblick von Jesu Tod bebt die Erde, Gräber brechen auf. Also alles das, was enorm herausfordert und ängstigt. Auch in unserer Kirche haben wir eine Krise, nicht nur in der Kirche, sondern in vielen Bereichen unseres Glaubens, aber auch in unserer Gesellschaft. Die Frage ist, hat der Glaube, hat die Kirche uns das gegeben, was wir brauchen, was wir uns vorgestellt haben? Ich erlebe in den Kirchenaustritten, dass viele Menschen sagen, nö, ich habe mir was anderes vorgestellt, ich brauche eigentlich was vollkommen anderes, das, was ihr anbietet, Dankeschön. Hat die Krise, das war eine der großen Fragen in der Corona-Krise, hat die Kirche in der Krise uns geholfen, besser durchzukommen? Ich glaube, dass viele sagen würden, nö, habe sie gar nicht gespürt. Solche Fragen stellt auch das, was wir im Evangelium hören, stellt auch die Menschen und die Geschichte, die Erlebnisse der letzten Tage Jesu. Ich nenne ein paar. Sag mal, bist du nicht der Retter, der Messias? Du wolltest doch was ganz anderes, oder? Warum kannst du dir noch nicht mal selber helfen? Anderen hast du geholfen, komm, hilf dir mal selber, dann können wir sehen, ob du wirklich die Macht hast. Sag mal, hast du uns falsche Versprechungen gemacht?
wir haben auf dich vertraut, wir haben uns voll eingesetzt, wir haben alles hinter uns gelassen, haben unseren Beruf verlassen und dann dir nachgefolgt und jetzt der Mist? Warum beendest du nicht den Krieg und die Besatzung? Ganz aktuell. Judas ist einer derjenigen gewesen, die darauf gehofft haben, dass endlich diese blöde Besatzung weg ist von den Römern und sie ein freies Volk sind. In den letzten Monaten und zum Teil auch in den letzten Jahren habe ich für mich festgestellt, ganz persönlich, dass ich einiges in der Kirche und im Glauben nicht mehr brauche. Das war ein schwerer Prozess und der ist auch zurzeit nicht ganz einfach. Es gibt Dinge, die mich in dem, was an Tradition und was auch mir entgegengekommen ist und auch ein Stück, was mir beigebracht worden ist, das mich langweilt. Ich empfinde es als nichtssagend, zum Teil auch in unserer Kirche als schlecht gemacht, manchmal sogar als frommes Blabla. Und noch schlimmer, das, was mich dann auch bewegt und verletzt, als manipulierend, angstschürend, einengend, nicht als spirituell und ganz häufig habe ich den Eindruck, doch ziemlich weit weg vom Evangelium. Also vom Leben Jesu. Ist das gut? Ich denke mal schon. Weil Krisen erschüttern uns und ich glaube auch, dass wir sie brauchen. Sie erschüttern was? Mal schauen. Ich brauche meinen Zettel, weil ich hier eine Definition habe. Ich kriege sie zwar einigermaßen hin, aber so ist sie, weil ich jemanden zitiere, etwas klarer. Krisen erschüttern. Die Definition, die Johannes Hartl in Bezug auf Krisen gemacht hat, möchte ich vorlesen, ist: die Grundannahmen über das Leben werden erschüttert. Die Grundannahmen über mein eigenes Leben, über das Leben um uns herum werden erschüttert. Das ist extremst beängstigend, aber auch eine Riesenchance. Ich gehe davon aus, dass die Jünger in dieser Zeit, in der Jesus gefangen genommen wurde, verurteilt wurde, gekreuzigt wurde, vor Angst fast verrückt geworden sind. Ich gehe davon aus, dass sie nach der Krise andere Persönlichkeiten waren. So stellen sie sich jedenfalls dar. Und was hat unsere Kirche gerade vornehmlich? Angst. Darf sie ja auch. Aber wir müssen auch verstehen, in der Krise hat niemand den Überblick. Und es geht darum, die nächsten Schritte zu finden und nicht irgendetwas fest zu zementieren. Und nicht in Schockstarre zu verfallen. Es gibt ein Experiment, das erzählt Johannes Hartl in einem seiner Vorträge, es gibt ein Experiment mit Mäusen. Die werden in einem kleinen Raum, für sie extra hergerichtet, gequält durch Stromschläge. Und diese Mäuse, als die Stromschläge aufhören und die Tür für sie geöffnet wird, gehen nicht raus. Sie sind verängstigt. In dem Raum, in dem sie eine solche Qual erlebt haben, sie gehen nicht raus, sie verfallen in eine Schockstarre. Das zeigen die Untersuchungen in Bezug auf Adrenalin und die Dinge, die ausgeschüttet werden in einer solchen Stresssituation. Aber wenn ich in dieser Stockstarre in diesem Ängstlichen bleibe, dann lerne ich nichts dazu, dann wachse ich nicht. Und dann komme ich nicht frei, weil ich die Krise bei mir halte. Ich bleibe also in der Krise hängen. Das trifft nicht nur auf die Kirche und den Glauben zu, sondern auch das eigene persönliche Leben. Und die gute Nachricht der Weltengeschichte ist eine ganz einfache, sie ist noch nicht einmal fromm, aber sehr hilfreich. Jede Krise hat ein Ende. Wir können die Geschichte anschauen, diese Krise hat ein Ende. Das hat mehr oder weniger lange gedauert. Ich empfinde, dass die kürzeste Krise, die wir erleben und sehen können in einer solchen Vehemenz, die Leidensgeschichte ist. Aber das wusste Jesus ganz klar. Da ist ein Ende. Ich muss hindurch, da ist ein Ende.
Und das ist eine der ersten Annahmen in Bezug auf die Krise, dass ich mich nicht hineinergebe in die Angst und sage, es hört sowieso nie auf, fürchterlich, alles schrecklich, ich muss mich einkrümmen und zusammenziehen. Nein, jede Krise, das ist eine der frohen Botschaften, hat ein Ende. Welche Grundannahmen werden denn in Frage gestellt? Wo muss ich aufpassen? Wir brauchen diese Grundannahmen, sie sind Ideen, die wir brauchen zum Zusammenleben, die uns einen positiven Aspekt auf das Leben mitgeben, die wir unseren Kindern mitgeben. Aber sie werden eben halt sehr schnell erschüttert. Und die Grundannahmen sind die, die wir in uns tragen, dass die Welt eigentlich ein sicherer Ort ist, dass mir schon nichts passieren wird. Warum mir und nicht den anderen? Den Guten, in Anführungszeichen auch den frommen Menschen, passiert nichts. Jedem passiert nur das, was er oder sie verdient. So war der Glauben eingestellt in der Lebenszeit Jesu. Im Jüdischen war das sehr stark so und Jesus geht immer wieder auf diese Sache ein. Es geht in der Welt gerecht zu. Ich kann Menschen vertrauen und die Zukunft ist planbar. Das sind Grundannahmen, die immer wieder erschüttert werden. Wenn ein Mensch mit mir bricht, bricht eine Welt auseinander. Wenn ich merke, ich habe geplant und es klappt überhaupt nicht, sondern das Gegenteil tritt ein, bricht meine Welt auseinander. Und dann kommt alles durcheinander und muss sich neu sortieren. Und dann können wir trotzdem versuchen, die Krisen zu bewältigen, und zwar so, und das wollen uns die nächsten Tage auch deutlich sagen, und zwar so, dass wir gestärkt herauskommen. Menschen in den tiefsten Krisen, unter anderem im Holocaust, haben uns das vorgemacht, dass sie in den tiefsten Krisen Punkte gefunden haben, die sie begleitet haben, die sie geleitet haben, um hindurchzukommen. Wir brauchen Ideen wie diese, aber sie sind eben halt extrem zerbrechlich, unsere Grundideen. In der kommenden Woche erfahren wir auch, dass Gott zerbrechlich ist. Und zwar der Gott, den wir uns als Bild immer wieder kreieren. Das ist extrem zerbrechlich. Gott bricht bei vielen Menschen in den Bildern. Und dann passiert etwas, dass Menschen ihr Bild, das sie haben, und wenn Gott nicht da hineinpasst, Gott ganz aus dem Leben hinaus manövrieren. Jesus sagt in dieser Leidensgeschichte eins: Deine Bilder sind zerbrechlich, ja, über Gott, aber Gott selber nicht. Gott ist der, der jede Krise im Blick hat, der am Ende steht und dazwischen, aber der vor allem am Ende steht und dir sagt, so, selbst in der absoluten Krise des Todes ist da Leben. Ich wünsche uns, dass wir immer mehr werden wie Jesus in den Krisensituationen. Dass wir natürlich fokussiert auf uns und fokussiert auf das, was gerade geschieht, sind, aber wie Jesus eine größere Gelassenheit bekommen, auch eine größere Tiefe. Denn Jesus hat etwas getan, was wenige tun können, weil er diesen Blick hatte. Er konnte rechts und links sehen und helfen. Ein Beispiel, er sagt zu Johannes, Johannes, sieh deine Mutter. Er sagt zu Maria, Frau, sieh deinen Sohn. Am Kreuz, in dieser absoluten Krise des Kampfes mit dem Tod. Das können wir wahrscheinlich nicht. Aber er sagt uns, selbst das geht, wenn ich das richtige Gottesbild habe, wenn ich weiß, wer Gott für mich ist. Und so ist vielleicht diese Woche, die Karwoche, eine Entdeckung Gottes neu für mich. Oder die Korrektur meines Bildes, das ich von Gott habe. Oder der eine oder andere Hinweis, dass ich das, was ich in Bezug auf Krisen bis jetzt getan habe, vielleicht etwas schräg ist, nicht ganz hilfreich ist und mich eher in Angst versetzt, als dass ich sie bewältige. Ich wünsche uns eine gute kommende Karwoche.
Amen.